Es ist einfach ein anderes Temperament und hängt besonders mit der Tatsache zusammen, dass sich diese Menschen seit Generationen durch Musik und Tanz ausdrücken. In Venezuela wachsen Weltstars heran. Erickson Ruiz ist einer der vielversprechendsten Kontrabassisten weltweit. Auch er verdankt seine Entwicklung der besonderen musikalischen Förderung seiner Heimat. Ruiz weiß um die Chance seines Lebens. Ich war ziemlich aggressiv, als ich 10 war, so ein bisschen mit dem Vokabular an meine Mutter, als sie mich geschimpft hat. So. Ich war sehr aggressiv und es könnte sein, dass ich eine normale, aggressiver Jung wäre. Heute ist Erickson Ruiz das jüngste Mitglied der Berliner Philharmoniker, wenn er möchte auf Lebenszeit. Eine außergewöhnliche Karriere. In nur 9 Jahren entwickelt er sich vom gefährdeten Jugendlichen zum Weltklasse-Musiker. Er ist eine wahre Freude. Wir sind begeistert, ihn im Orchester zu haben. Es ist eins der größten Geschenke und eine unglaubliche Geschichte, wenn man weiß, wie sein Leben war und was er durchgemacht hat. Wir sind sehr, sehr stolz auf ihn. Ich möchte mit ihm alt werden. Ich meine, noch älter. Auch José Antonio Abreu nimmt heute noch Anteil an dem Werdegang seines berühmten Zöglings, der in der jungen Philharmonie Venezuela groß geworden ist. Seit heute ist das Jugendorchester für eine Woche zu Gast in Deutschland.